Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute schauen wir uns Thunder Dragons an. Wurden natürlich von vielen gewünscht, gerade jetzt, nachdem Levayanir rausgekommen ist und das Deck nochmal seit gestern ins Tier 1 katapultiert hat. Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen geübt, also ich kann jetzt mit dem Deck auch endlich solide Plays hinlegen, denn das ist auch ein Big Brain Deck und man spielt es komplett anders als im normalen TCG das Deck. Zumindest die Version, die ich damals auf den Worlds mitbekommen habe. Und generell muss ich aber sagen, nachdem ich das Deck jetzt öfter gespielt habe, Thunder Dragons sind geil. Und wenn ihr Thunder Dragons auch mögt, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich freuen und supporten. Und ja, ohne groß rumzureden, lass uns am Anfang. Thunder Dragons habe ich zwar schon mal vorgestellt, jetzt hat sich aber seitdem einiges an dem Deck geändert. So, Problem Nummer 1, was wir hier sehen, ist, ich habe leider den Donnerdrachen Falken, der extrem wichtig für das Deck ist, zweimal. Ihr solltet den auf jeden Fall dreimal spielen, wenn ihr ihn noch dreimal habt. Ja, mein nächstes Dream Ticket geht auf jeden Fall safe in den Falken. Das letzte sollte schon in den Falken gehen. Leider konnte ich dann Konami nicht den Falken redeemen. Ja, das geht wahrscheinlich aber mit dem nächsten Dream Ticket wieder. Den sollte man auf jeden Fall dreimal spielen, hat nämlich den Effekt, wir schmeißen ihn von unserer Hand ab und können dann ein verbanntes oder ein im Grave liegendes Thunder Dragon Monster wieder aufs Feld holen. Richtig, richtig guter Effekt tatsächlich. Donnerdrache Finsternis kann sich dann halt irgendwie selber abschmeißen, um einen Donnerdrachen Finsternis aus dem Deck zu holen, füllt also unser Grave mit Dark Stuff für Levayanir zum Beispiel und hat auch noch den Effekt, dass er als Searcher fungieren kann. Er kann also jedes Thunder Dragon Monster aus unserem Deck searchen, wenn er verbannt wird oder vom Friedhof aus Grave geht, vom Spielfeld aus Grave geht und uns diese Karte auf die Hand nehmen. Donnerdrachengebrüll ist ebenfalls nochmal ein Monster, was Ressourcen recyceln kann. Wir können ihn von unserer Hand abschmeißen, um dann eine Donnerdrachenkarte, die verbannt ist oder im Grave liegt, auf die Hand holen. Oder wenn er gebanished wird oder vom Spielfeld aus Grave geht, können wir ein Donnerdrachenmonster aus dem Deck aufs Feld beschwören. Das sind so die drei Donnerdrachen-Core-Karten, die wir haben. Die sind auch alle, bis auf den Falken, Free-to-Play erhältlich. Dann haben wir auch nochmal den Donnerdrachen-Duo. Das ist eins unserer ersten Boss-Monster. Um ihn zu beschwören, müssen wir immer ein Licht- und ein Finsternis-Monster sacken. Und das war's eigentlich. Er ist eigentlich nur ein Beatstick, der aber auch Karten recyceln kann. Am Ende des Spielzuges des Gegners, ja, in der Endphase des Gegners, können wir nämlich einen unserer verbannten Karten auf oder unter unser Deck legen. Ist eigentlich zum Beispiel ganz geil, um Levayanir, der verbannt ist oder so, wieder zu recyceln. Also das geht durchaus mit der Karte. Wir spielen die Lightsworn Engine mit dreimal Angriff der Lichtbrigade und zweimal Raiden in dem Deck. Erstens, damit wir hier einen Empfänger haben, um nochmal irgendwelche coolen Synchro-Plays zu machen. Sehr beliebter Synchro-Play beispielsweise Raiden. Wir millen Karten. Wir beschwören Raiden. Und dann spielen wir einen Gold-Sarkophag, der wichtig ist, um Karten aus dem Deck zu banischen. Banischen einen Donnerdrachen-Gebrüll. Donnerdrachen-Gebrüll geht also, wird also verbannt. Kann uns dann aber einen Donnerdrachen-Finsternis aus dem Deck wieder aus Feld beschwören. Und dann können wir jetzt relativ safe in den 9 Sterne Synchro gehen, was ziemlich nice ist. Wir spielen natürlich auch nochmal ein 2 Sterne Empfängermonster, damit wir auch nochmal irgendwelche 7 Sterne Synchro Plays machen können, um unsere 7 Sterne Synchro Box zu nutzen. Squire Sage, BRD, Zeta oder halt auch den Samurai-Zerstörer. Wir können auch in 8er Synchro gehen mit einem Donnerdrachen-Gebrüll zum Beispiel oder mit einem Hawk. Oder wir können, wie gesagt, in einem 9er Synchro gehen. Also das Deck hat wirklich durchaus sehr viel. Wir haben Defensivoptionen mit Kugelkuribo und Vaira. Vaira würde ich tatsächlich öfter spielen, wenn ich den hätte, aber ich muss den erstmal ein paar Mal farmen. Und wir haben auch nochmal einen 1-Sterne Empfänger, der sich hier in dem Deck auch sehr, sehr gut anbietet, und zwar Blumenzwiebel. Skill unserer Wahl ist gezinkte Hüllen. Gezinkte Hüllen, wenn ein 5-Sterne- oder höherrangiges Monster in der letzten Runde durch Kampf zerstört worden ist, können wir unser Drawface 2 Karten ziehen. Unglaublich starker Effekt, weil wir dann zum Beispiel solide Turn 1 Plays machen können, wie wir beschwören Donnerdrache Finsternis mit dem Effekt von Thunder Dragon Hawk und ja, können dadurch dann zum Beispiel einfach, wenn der Donnerdrache Finsternis im Kampf zerstört wird, 2 Karten ziehen, was ziemlich geil ist. Und ich würde sagen, genug gelabert. Klar, wir haben hier 30 Karten drin, deswegen muss ich auch ein bisschen mehr labern, aber wir zocken jetzt. Angriff der Lichtbrigade. Auf geht's. So, wir droppen Angriff der Lichtbrigade. Wir millen einen Hawk und einen Thunder Dragon Dark und holen uns Raiden. So. Jetzt können wir mal überlegen, was wir für Plays machen können. In was will ich denn überhaupt gehen? Gibt es irgendeinen Turn-1-Play, der sich hier lohnt? Vor allen Dingen als Synchro-Beschwörung? Eigentlich nicht. Aber ich kann jetzt Donnerdrache Gebrüll aktivieren. Besorgt mir also Donnerdrache Falke wieder. Falke darf jetzt selber nochmal ins Grave.
und holt uns jetzt. Was will er uns holen? Ich würde sagen, Donnerdrache Gebrüll ist eigentlich ganz gut. Ja. Jetzt hätte ich jetzt noch eine Backrow-Karte, ist die Frage. Für irgendwelche Econ Take Place. Hört sich an sich ganz gut an für mich. Und das war's dann erstmal. Ja, wir brauchen jetzt nicht unbedingt den Raiden Mill aktuell. Wir haben schon ein richtig gutes Grave-Setup. Wir können nächste Runde wieder Donnerdrache Gebrüll spielen, um dann halt irgendwas zu machen. Wir können auch theoretisch dann in nächste Runde erst mit Raiden millen. Hört sich eigentlich für mich ganz gut an aktuell, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein ganz gutes Setup. So, mein Gegner spielt, den unnahmbaren Wolf. Alright, ist auch eine Route, die man auf jeden Fall gehen kann. Unnahmbarer Wolf in Thunder Dragons. Hört sich an sich auch ziemlich geil an, to be honest. Vor allen Dingen für die ganzen Search-Effekte und Beschwörungseffekte, die man dann da hat. Ist nicht schlecht, kann man auf jeden Fall machen. Sehe ich definitiv. So, Gegner kriegt dann erstmal den Search für den Donnerdrachen Falken. Und darf dann auch nochmal aus dem Deck heraus ein Thunder Dragon Monster beschwören. Bleibt aber ja nicht mehr so viel. Entscheidet sich aber für den Thunder Dragon Dark. Ist in Ordnung. Und das war die Endphase vom Gegner. Alright, kein Problem. Heißt, die eine Karte wird wieder zurück auf die Hand gebounced und wir haben jetzt hier Momentum. So, wir wissen, einmal ist da ein Thunder Dragon Hawk auf der Hand und einmal ein Thunder Dragon Dark. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas liegt, was mich jetzt überraschen kann, sage ich mal. Gar nicht so hoch, normalerweise. Anyways, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Raiden. Raiden darf jetzt sehr gerne Karten millen. Oh, und mein Gegner spielt natürlich die bodenlose Fallgrube. Wie soll es denn auch anders sein? Das ist eine bodenlose Frechheit, mein Freund. Gut. Versuchen wir es also mit Econ Take. Einmal, back. Holen wir uns den Boy. Wenn mein Gegner jetzt irgendwie keinen, weiß ich nicht, kein Ding ins Kirchen haben sollte, ist das ganz gut für mich. So, danach Gebrüll. Effekt wird aktiviert. Welche Karte soll als Spezialbeschwörung beschworen werden? Ich würde sagen, wir holen uns Donnerdrache Finsternis wieder. So, und jetzt stehen wir halt da und das ist nicht gut. Ich habe halt einen Plague Spreading Zombie. Das wiederum ist ziemlich nice. Den Effekt von dem können wir jetzt auch aktivieren. So, heißt also, wir holen den wieder zurück, den seuchtenverbreitenden Zombie. Können dadurch jetzt eine Synchro-Beschwörung vollziehen. Ich kann theoretisch jetzt auf... Schauen wir mal. Was bietet sich denn hier ganz gut an? Samurai Destroyer ist eigentlich immer eine gute Option. 1-2. Holen uns dann den Samurai-Zerstörer. Come forth. Da ist der Samurai-Zerstörer am Start. Wir kriegen den Effekt von Donnerdrache Finsternis. Können jetzt also eine Donnerdrachen-Karte aus unserem Deck searchen. Ich entscheide mich in dem Fall für... Do ist eigentlich ziemlich nice. So. Heißt also, Donnerdrache Duo wird jetzt auch beschworen, indem wir Raiden einmal millen und indem wir einmal Thunder Dragon Dark millen. Come forth, Thunder Dragon Duo. Und ich würde sagen, das ist der Moment, in dem wir jetzt einfach angreifen können. Thunder Dragon Duo, ein direkter Angriff auf die Lebenspunkte des Gegners. Sphere Kuribo, kein Problem. Mein Gegner bräuchte jetzt aber noch einen zweiten, ansonsten... Oh, er hat einen zweiten. Oh, come on. Oh, come on. Er hat tatsächlich einen zweiten, oder? Alter, mein Gegner hat keinen zweiten. Ja gut, kein Problem. Samurai Destroyer erlaubt es ihm ohnehin nicht, dass er Effekte von Monster aktivieren kann. Deswegen, GG, well played. Wobei, bei direkten Angriffen zählt das natürlich nicht, nur wenn er gegen ein Monster kämpft. Aber trotzdem, GG, well played. Ew. Yami Marik ist für mich eigentlich so das Äquivalent zu Odion. Nevermind, was Stalldecks angeht. Ich wollte gerade sagen, es ist das Äquivalent zu Stalldecks, aber gut, es ist Dark Magician. Dark Magician ist an sich ein, ich würde sagen, interessantes Matchup. Es kommt halt immer so drauf an, wer zuerst das Tempo bekommt. In dem Fall wahrscheinlich mein Gegner, weil der jetzt eine Magier-Navigation setzen wird. Und dann kann er jederzeit irgendwas banishen, was wichtig ist für mein Setup. Das ist halt nicht so geil für mich in der Situation. Aber ist in Ordnung. So, wir können jetzt erstmal Angriff der Lichtbrigade droppen. Angriff der Lichtbrigade mit jetzt drei Karten. Und search uns einen Raiden. Okay, here we go. Jetzt müssen wir noch kurz überlegen, wie spielen wir am besten um diesen ganzen Crap rum vom Gegner.
Ich kann Gold-Sarkophag spielen. Gold-Sarkophag, banish den Thunder Dragon Roar. Ah, Moment, ich muss kurz überlegen. Banish Roar, da kriege ich einen Search für Duo. Kann ich Duo nicht beschwören? Da fehlt mir erst das Lichtmonster für. Das ist natürlich blöd. Andererseits könnte ich jetzt Raiden spielen, um dann halt in Duo zu gehen nächste Runde. Ja, wir gehen erstmal in Raiden. Gucken wir mal, ob mein Gegner sich jetzt dazu entscheiden wird, den Raiden jetzt schon zu banishen, bevor ich den Effekt von Raiden bekomme. Okay, nice. Er hat den Köder geschluckt. Ja, er hat den Köder geschluckt. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch irgendwas mit Feindkontrolle machen kann. Das darf man nicht vergessen. Wobei er jetzt natürlich auch Raiden banishen kann. Aber da haben wir jetzt die Feindkontrolle für. So, jetzt wird er erstmal den Raiden targeten und ihn banishen wollen. Ich meine, wenn wir ihn vorher als Tribut anbieten, sollte er nicht mehr gebanished werden. Meine ich. Ich bin mir aber unsicher. Der sollte jetzt aber eigentlich nicht gebanished werden. A Fake. Weil wir bieten ihn ja vorher als Tribut an und dann geht er erstmal ins Grave. Richtig, perfekt. Wen holen wir uns denn jetzt hier wieder? Wir holen uns den dunklen Magier. So. Oh, und mein Gegner spielt. Was zum Teufel? Warum spielt er den bitte schön zweimal? Den Magier der dunklen Illusion. Excuse me? Okay, kein Problem. Well, da müssen wir jetzt ein bisschen anders spielen. Wir aktivieren. Moment, Gold-Sarkophag. Gold-Sarkophag für Roar. Nee, Gold-Sarkophag für Dark. Nein. Gold-Sarkophag für Roar. Roar holt uns dann aus dem Deck einen Dark. Ah, das ergibt alles keinen Sinn. Moment. Ich muss auf jeden Fall jetzt irgendwie gucken, dass ich... Wie mache ich das am besten? Moment. Gold-Sarkophag. Oh, Mann. Mann! Also ich nehme auf jeden Fall Gold-Sarkophag. Das steht schon mal fest. So, Gold-Sarkophag. Für... Roar tatsächlich? Ernsthaft? Nee, für Dark und dann holen wir uns Duo. Roar würde uns halt nur den Dark aus Feld holen, aber das bringt mir halt alles nichts. Ja, ich muss eigentlich Dark tatsächlich banishen. Jo, ich muss tatsächlich Dark banishen, wenn ich jetzt irgendwie in Duo gehen will. So, dann können wir uns nämlich jetzt nochmal Duo besorgen. Beziehungsweise searchen. Können wir tatsächlich auch Falke beschwören. Aber das macht keinen Sinn. Okay. Ja, doch, das ergibt am meisten Sinn. Kann er jetzt auf jeden Fall auf den Duo gehen. 1-2. Ist halt nicht ganz so geil tatsächlich. Aber ich denke, das ist das Beste, was ich aktuell machen kann. Können hier einmal angreifen. Sommerdrachen Duos Effekt aktivieren. Jetzt kriegen wir auch nochmal einen Banish aus dem Grave für irgendwas, was wir nicht brauchen. Dich und kriegen dafür dann nochmal ein Thunder Dragon Monster auf die Hand. Ich würde sagen, Falke auf die Hand zu holen ist schon ganz nice. So. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich in dieser Runde nicht besiegt werde, was sich als durchaus schwierig erweisen könnte. Gucken wir mal. Vor allen Dingen, wenn mein Gegner jetzt irgendwie nur eine Backrow-Karte legt, das ist fine, I guess. So, wir können Duos Effekt aktivieren, wir können uns eine unserer gebannischen Karten wieder aufs Deck zurücklegen. Beziehungsweise unters Deck. Ich würde sagen, packen wir den Thunder Dragon Roar unter das Deck. Und holen uns erstmal eine Karte von oben. Seuchtenverbreitender Zombie. Alright. Damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Ja gut, wir beschwören Raiden. Mein Gegner kann irgendeinen Effekt aktivieren. What is this? Wir banishen zwei, oder beziehungsweise wir millen zwei Karten. 1-2. Oh, Glow-Up-Bloom. Ah, Glow-Up-Bloom ist interessant. So. Hier ist noch nicht den Effekt von dem aktivieren, um ehrlich zu sein. Ah, wir machen es trotzdem. So, Donnerre Falke wird abgeschmissen. Und wir holen uns Donnerre Finsternis. Der Verband ist wieder aufs Feld. Dadurch kommt ganz nebenbei Donnerdrache Duo wieder ein bisschen mehr Power.
So, jetzt können wir nochmal in den Vermilion Dragon Mag gehen. Wir müssen uns nur ein bisschen beeilen. Ich weiß, ich lasse mir sehr, sehr viel Zeit, Leute. Aber ich suche natürlich auch die optimalen Plays. Könnt ihr jetzt nochmal den Search von dort eure Finsternis holen. Kanadier! Auf den Vermilion Dragon Mag. Okay, kein Problem. Und ich würde sagen, wir holen uns einmal den Thunder Dragon Raw auf die Hand. So, ich habe immer noch einen Normal Summon, by the way. Ne, habe ich nicht. Ich kann aber aus dem Grave Pass aktivieren. Glow Up Bloom. Ja, bringt mir nichts. Wir greifen einfach an. Einmal hier. Aktivieren den Effekt von Donnerdrache Duo. Und verbannen. Verdammt, ich habe nicht so viel Zeit. Ah, einmal den Boy und holen uns dich wieder auf die Hand. So. Ich kann jetzt nochmal den Effekt von eigentlich Falke aktivieren. Machen wir aber nicht. So. Okay, ich habe nicht mehr so viel Zeit, Leute. Time is an issue. Okay, time is an issue. Eigentlich habe ich hier die totale Kontrolle gerade. Also alles gut. So, Auge von Timaeus. Das ist jetzt aber nicht so geil. Okay, Dark Cavalry. Mein Gegner geht jetzt... Er muss ja auf den Vermilion Dragon weggehen. Okay. Alright. Dadurch aktivieren sich aber gezinkte Höhlen und ich krieg sogar zwei Drawsets. So, Moment. Nein. So, gezinkte Höhlen, zwei Draws. Jetzt müssen wir uns beeilen. Eins, zwei. Econ. Okay, Econ gewinnt mir eigentlich das Game. Okay. So, dann noch Finsternis. Econ, wie gesagt, gewinnt mir das Game. Ich kann jetzt nämlich das hier machen. Alter. Alter. Ah, ich muss einfach nur angreifen. Alles Gucci. Alles Gucci. Wir greifen einfach an. So, einmal, zweimal. Oh, ist kritisch, Leute. Es ist extrem kritisch, okay? Ich darf mir mit dem Deck nicht zu viel Zeit lassen. Aber man hat halt so viele Optionen. Und ihr seht, das Deck ist halt einfach stark. Ich glaube, das reicht erstmal, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen spiele. Ich will unbedingt ein drittes Exemplar von Thunder Dragon Hawk. Das habe ich letztens schon gesagt. Und das ist einfach verdammt wichtig. Und, das Deck spielt sich nice. Ich glaube, die optimale Version beinhaltet nochmal einen dritten Hawk und einen dritten Leviathan. Aber Thunder Dragon sind halt echt ziemlich geil und machen auch Spaß. Und ich feiere das Deck. Wenn ihr es auch feiert, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wie immer, was ihr als nächstes sehen wollt. Thunder Dragon haben sich halt viele von euch gewünscht. Und Crystrons haben sich auch einige Leute gewünscht. Aber das sind halt so Decks, da will ich vorher mit spielen, damit ich da halt auch nicht irgendwie ganz aufgeschmissen bin und irgendwelche Kack-Plays machen, sondern dass ich da auch wirklich zeigen kann, pass mal auf, wir zocken das so und so und wir haben da was Struf. Also alles gut. So, Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch was, passt auf euch auf und ciao, euer Rigi.